Brad Pitt und Ines Ramon, gemeinsamer Aftershow-Besuch. Seit Monaten halten sich nun schon die Gerüchte um eine Beziehung zwischen Hollywood-Star Brad Pitt, 58, und der Schmuckmanagerin Ines de Ramon, 29. Jetzt kommt ein weiteres Indiz hinzu: der Oscar-Preisträger nahm de Ramon auf die Aftershow-Party nach der Premiere seines neuen Filmes Babylon in Los Angeles mit. Das berichtet unter anderem das People Magazin. Demnach sollen die beiden dort kein Hehl aus ihrer Zuneigung gemacht und mehrfach die Arme umeinander gelegt haben. Erstmals wurden die beiden gemeinsam am 13. Oktober hinter der Bühne eines Konzertes des U2-Sängers Bono, 62, im Orpheum Theatri von einem Paparazzo abgelichtet. Unterschiedliche Quellen bestätigten die gemeinsamen Dates. Allerdings sprachen die Insider noch im Herbst davon, dass es sich nicht um eine exklusive Beziehung handele. Die beiden hätten sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und Brad genieße es, Zeit mit Ines zu verbringen. Offiziell bestätigt ist die Beziehung selbstredend bislang noch nicht. Ines de Ramon ist die Ex-Frau des Vampire Diaries-Stars Paul Wesley, 40. Die beiden heirateten Anfang 2019, gaben allerdings im Spätsommer 2022 die Trennung bekannt.